So, hier geht's zur Eingangshalle. Wo ist der Dort denn geht es zur Eingangshalle. Da kann ich nicht lang. Man würde mich entdecken. Mann, ist doch gut. Alle Zellen sind abgeschlossen. Das ist nicht die von James. Ja, doch, ich... Das funktioniert hier ganz gut. Wer ist da? Wer ist da? Ich muss etwas sagen, bevor er mich verrät. Dein schlimmster Albtraum. Ich glaube, das sollten wir nicht tun, weil uns ruft er Hilfe und wir sind am Arsch. Ich heiße Samuel. Ich heiße Ralph. Wir können nicht zu lange reden, okay, Ralph? Ich kenne auch einen Samuel, aber nicht sehr gut. Warum können wir nicht reden, Samuel? Tja, wir können, aber wir müssen leise sprechen. Oder noch besser flüstern. In Ordnung, leise sprechen, Samuel. Ich muss etwas wissen. Willst du mir helfen? Die Schwester sagt, ich bin brav. Aber jetzt bin ich ganz traurig. Ich werde dir helfen, wenn ich nicht traurig bin, okay? Und warum bist du traurig? Naja, wegen Mr. Bubby. Wer ist Mr. Bubby? Hat er dir etwas angetan? Nein, Mr. Bubby ist ganz lieb. Er ist mein Freund. Aber jetzt ist er weg und ich weiß nicht wo. Vielleicht habe ich ihn irgendwie geärgert. Und wie sieht er aus, dieser Mr. Bubby? Vielleicht kann ich ihn wieder einfangen. Er ist kein Tier. Er ist ganz schlau und er redet mit mir. Und wie sieht er aus? Er ist nicht groß wie wir. Er ist klein. Aber er sieht sehr gut aus. Oh, okay. Wenn ich ihn für dich finde, hilfst du mir? Ja. Hoffentlich hat er sich nicht verlaufen. Du suchst nach ihm. Ja, Samuel? Keine Sorge, ich finde ihn. Wahrscheinlich ist es ein Spielzeug. Wo könnte er ihn verloren haben? Darauf bin ich ja nie gekommen. Ich musste gerade an Ralph von Simpsons denken. Ich glaube, der endet da irgendwann auch mal. Nur Müll. Ich habe keine Verwendung für Müll. Nur Müll. Moment, da ist etwas. Wirklich? Samuel, erzähl keinen Scheiß. Spielfigur bestimmt, ein oder? Puppenkopf. Oh, wahr. Nur der Kopf. Ich glaube, das wäre nicht gut, wenn wir ihm nur den Kopf geben, oder? Er führt kein Wasser. Warum hat er jetzt das Licht ausgemacht? Und wirklich dunkler ist es auch nicht geworden. Der Zaun ist sehr stark. Mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten. Das sieht aber nicht gerade sehr stark aus. Der Zaun ist sehr stark. Ja. Eine Wagen? Ein Wagen? So, ich habe jetzt einen Puppenkopf, aber... Tabletts und schmutzige Becher. Nichts, was mich interessieren würde. Sagst du jedes Mal. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt Ralph den Puppenkopf zeigen, dann wird er doch wieder heulen. Oder? Ihm nur den Kopf zu zeigen, wäre nicht so gut. Ja. Ralph, kannst du mich hören? Ja, Samuel. Ich kann dich hören, aber ich bin immer noch ganz traurig. Armer Mr. Bubby. Es hat keinen Sinn. Er will nicht mit mir reden. Ich komme jetzt hier aber auch nicht weiter. Wo könnte Mr. Bubby sein? Beziehungsweise der Rest von ihm. Oh Gott. Jetzt ist er wieder so straight losgelaufen. Hier ist auch gar nichts, ne? Vor allem, wo ist denn der andere hingelaufen? Und wo finde ich jetzt, das habe ich auch mal so im Auge. Hoffentlich wacht er nicht auf, bevor ich drin bin.
brauche irgendwas Körperähnliches. Ich will jetzt nicht hinausgehen. Ich sollte mich beeilen. Der Arzt kommt bald wieder. Okay. Aber hier kann ich halt noch hin. Warum kann ich hier jetzt noch hin? Schmeiß den Puppenkopf da rein. Warte mal. Zwischen den Kohlen guckt etwas hervor. Ah. Ja, sicherlich. Warum liegt der da? Wie? Das ist strange. Wieso liegt der Kopf im Mülleimer und der Rest der Puppe dort? Kann ich das gleich kombinieren? Na toll, aber es ist doch jetzt... Hä? Irgendwie muss ich die beiden Teile miteinander verbinden. Na, mit dem Windfaden geht das nicht mehr. Der hat jetzt den Faden abgemacht. Wofür ist der Faden, mein Freund? Wofür ist der Faden? Irgendwas finde ich, ist mit dem Lichtschalter hier auch ein bisschen strange. Zünden wir natürlich nicht an, aber ja. Komm, die Mütze hat uns ja schon ein paar Mal geholfen. Ich weiß es nicht. Irgendwie muss ich die beiden Teile miteinander verbinden. Ein kräftiger Faden. Die Frage ist aber, wofür brauchst du jetzt den Faden? Ist das für die Puppe? Du hast ihn aber von der Puppe abgemacht, also macht das gar keinen Sinn. Oder? Das macht doch jetzt keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Ich komme nicht raus. Ich kann hier nichts machen, außer mit ihm noch. Festbinden vielleicht? Ich will jetzt nicht hinausgehen. Ich sollte mich beeilen. Der Arzt kommt bald wieder. Oh Mann, ich weiß doch aber nicht, was du tun musst. Ein paar mehr Hinweise wären halt nicht verkehrt. Du weißt doch sonst immer alles. Mann, Samuel. Nicht so scheiße. Die Kugel habe ich auch immer noch. Die muss ich eigentlich irgendwann mal irgendwo einsetzen. Da ist ziemlich viel Geld drin. Das ist unglaublich toll für dich. Könntest du mir was abgeben von deinem vielen Geld? Tja, so eine Pinnnadel oder so kann ich hier auch nicht abmachen. Nee. Doch! Sehr gut. Sehr gut. Jetzt sag aber nicht, dass das hier... Die Nadel erfüllt den Zweck fast so gut wie eine Nähnadel.
Erzähl keinen Scheiß. Erzähl keinen Scheiß, das ist richtig... Ralphs Mr. Bubby ist jetzt heil. Das ist toll. Ja, Mr. Wie hieß er? Bubby? Wubby Bubby. Wubby Bubble. So. Auf geht es, auf geht es. Obwohl ich den echt nicht gern reden höre, den guten Ralph. Aber naja. Ralph, Mr. Bubby geht's wieder gut. Hier hast du ihn. Oh, das ist schön. Ich bin so froh, dass er wieder bei mir ist. Mr. Bubby sagt, er ist auch glücklich. Danke, Samuel. Du bist ganz lieb zu uns. Ich muss jetzt mit Mr. Bubby reden. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Moment, Ralph. Du hast versprochen, mir zu helfen, wenn ich Mr. Bubby für dich finde. Aber jetzt will ich mit Mr. Bubby allein sein. Ah, da müssen wir schon nett bleiben. Ralph, Mr. Bubby ist traurig, dass du mir nicht helfen willst. Frag ihn. Ja, Mr. Bubby sagt, dass wir dir auch helfen. Ich und Mr. Bubby. Ralph, kennst du jemanden namens James? James ist auch mein Freund. Er und Mr. Bubby. Ich muss wissen, in welchem Zimmer er wohnt. Er wohnt nebenan. Gleich die nächste Tür. Aber James ist jetzt nicht da. Ich weiß. Hast du gesehen, wo man den Schlüssel zu seiner Tür aufbewahrt? Ist er irgendwo in der Nähe? Vielleicht in einem Schrank? Nein, ist er nicht. Dr. Smith bewacht uns und er hat alle Schlüssel. Weißt du das mit Sicherheit? Ja, wenn wir in den Flur wollen, öffnet er die Tür für uns alle. Aber ich glaube nicht, dass er dir den Schlüssel leiht. Er ist sehr streng. Oh, macht nichts. Mist, Smith kommt zurück. Wir sollten uns nicht länger unterhalten. Vielleicht später. Vielleicht später. Okay, Samuel. Also hat der Arzt die Schlüssel. Wie komme ich da ran? Keine Ahnung. Hau ihn um. Die Zelle ist abgeschlossen. Vor allem, der kommt jetzt wieder, ne? Eigentlich voll dumm. Ich kann nicht zurück. Der Arzt könnte kommen. Hey, ich denke, er kommt. Okay, dann mache ich jetzt hier mal Licht aus, weil ich glaube, das hat jetzt so seine Bewandtnis. Ansonsten kann ich ja nämlich nichts mehr machen. Ich kann gar nichts tun. Ich kann nicht zurück. Der Arzt könnte kommen. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann ja gar nichts tun. Der Zaun ist sehr stark. Mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten. Vor allem hat er... vor allem ist der Arzt doch vorhin hier lang gegangen, oder nicht? Jetzt bin ich wirklich überfragt. Säure. Warum löst die Säure nicht das Problem? Mit mir. Der Zaun ist sehr stark. Mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten. Aber ich kann doch jetzt nicht daraus flüchten, oder? Mit bloßen Händen kannst du nichts machen, aber mit all den anderen Zeug auch nicht. Da ist ziemlich viel Geld drin. Das ist schön für dich, Samuel.
komme halt hier nicht weiter. Hier ist kein Weg, der mich da weiter lang führt. Ich habe also keine Ahnung, was Samuel eigentlich will. Zeichen H im Mund. Sehr angenehm. So, jetzt. Ja. Mit ihm kann ich auch nicht mehr quatschen. Hier komme ich nicht rein. Die Zelle ist abgeschlossen. Hier noch machen. Warte mal. Mir ist, als hätte ich diese Melodie. Einfach mal so eine Kugel den Flur lang rollen, das gefällt dem Arzt bestimmt auch. Sieht er bestimmt sehr gerne. Ist auch überhaupt nicht gruselig oder so. Was hat das denn auch mit dem Licht auf sich? Das finde ich ein bisschen seltsam. Der Zaun ist sehr stark. Ja. Vor allem, ich komme ja nicht mehr weg. Ich bin jetzt gefangen. Gefangen in diesem Sanatorium. Ich komme hier nie wieder raus. Na gut, ich werde hier auf jeden Fall mal speichern und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich würde etwas versuchen, aber im Moment führt dieses Kabel Strom. Ach so. Ach, deswegen können wir das aus- und anmachen, okay. Was hat er denn schon wieder vor? Ich habe eine Idee. Ich muss nur den Schalter betätigen. Niemand wird es merken. Ich muss irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Sofort, aber ich würde nur ganz kurz gucken, ob meine Aufnahme läuft, weil ich gerade wieder ein bisschen paranoid bin. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Ich habe eine Ahnung, was wir tun müssen. Also bis gleich. So, die Aufnahme läuft. Jetzt machen wir das Licht an. Oder auch. Kann ich das Licht auf einmal nicht machen? Das mit der Spieluhr habe ich nämlich eben schon mal versucht. Und wo geht er jetzt hin? Um sich zu verstecken. Ich muss mich verstecken. Hinter der Säule? Oh, ist das gruselig. Hey, was ist da drüben los? Ist das gruselig? Also ich würde mit Schiss kriegen, wenn ich da alleine hocke. Wenn er das jetzt wirklich macht, was ich denke, dann ist das schon krass, Samuel. Er ist hingefallen. Hast du das gesehen, Mr. Bubby? Alter, Samuel, ist nicht dein Ernst? Wieso kann er jetzt die Spieluhr nehmen ohne Probleme? Hoffentlich habe ich ihn nicht verletzt. Na, ach, wie kommst du auf die Idee? Ich glaube, er wird wieder. Wie kommst du nur auf die Idee, ihn verletzt zu haben? Wisst ihr, Samuel stirbt bei sowas? Die Schlüssel zu allen Zellen. Und er macht den Scheiß. Oh Gott, nein. Alter, Samuel, was ist mit dir kaputt? Was ist mit dir kaputt? Sag doch den Leuten einfach, was dein Anliegen ist. Alter.